Moin und hier zurück bei Destiny 2 wegen Surtag. Ja, wie man sieht, hier Landezone, gewundene Bucht. Er hängt dann hier oben bei dem gefallenen Wrack. Ich zeige kurz noch mal eben schnell den Anflug, damit man auch genau weiß, wo es hingeht. So, Zielorte, dann hier einmal der schöne Planet Erde, europäische Todeszone, ETZ. Dann ist es die Landezone hier unten links, hier einmal gewundene Bucht und dann hängt er hier oben einmal beim Wrack. Da fangen wir jetzt direkt hin und schauen mal, was er für Sachen dabei hat. Das ist natürlich alles alter Tobak, sagen wir es mal so. Aber vielleicht hat er auch irgendwas Feines dabei, was ihr natürlich gebrauchen könnt. Ich kann es nicht mehr gebrauchen, ich habe schon alles. Dementsprechend nur vielleicht für euch. Wir müssen den Anfahrtweg finden hier. Ist wahrscheinlich nicht ganz so richtig, aber hier geht es auch lang. So, und ja, sonst noch News. Eigentlich gibt es nur so Infos, was 2019 angeht hier, was so kommen könnte oder kommt, eher gesagt. Richtige Daten gibt es noch nicht, also richtiges Datum für Releases von den neuen DLCs und so gibt es noch nicht. Aber alles andere auch sonst so überschaubar entdeckt. Immer Community bei mir steht das, was uns ist. Jahr 2019 am Anfang erstmal so erwartet. Ja, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das ist vielleicht ganz interessant. So, da haben wir Xur. Da kommen wir jetzt erstmal direkt zum Schicksalsengramm. Ja, nicht sofort ziehen, ja, so wild da hier hin und dann gleich ziehen, bringt nichts. Kostet nämlich 97 legendäre Bruchstücke, nicht ganz so billig. Und immer erst, sorry, das ziehen hier unten, ja, die exotische Ausrüstung, was euch fehlt. Weil sonst könnte nämlich das hier oben raus fluppen, was hier unten schon steht. Und das wäre halt ärgerlich und unnütz. Also erstmal hier unten das kaufen, was euch fehlt. Und dann erst das Schicksalsengramm ziehen. So, ihr könnt auch mit Dreieck reingucken, ja, was prozentuell höher droppt. Also als Beispiel wieder, wenn ihr den Jadehasen braucht und die anderen Waffen habt ihr schon alle. Und ihr würdet jetzt das Schicksalsengramm ziehen, dann würde theoretisch der Jadehase raus fluppen. Aber wie gesagt, es ist nicht 100%, sondern prozentual erhöht. Ja, ganz wichtig ist, prozentual erhöht. Bei mir hat es von 10-mal, 9-mal damals geklappt. Oder früher, vor einem halben Jahr oder was. Aber ist nicht immer gegeben. Und alle 5 Minuten ändert sich hier das Inventar. So, da haben wir diese Woche als Waffe hier einmal Gravitonlanze, Impulsgewehr. Stell dir Zeit, Raum als Webteppich auf einem Webgerät vor. Diese Waffe ist die Nadel. Da haben wir hier einmal Schwarzes Loch. Der zweite Schuss einer Salve reißt ein Loch ins Raum-Zeit-Kontinuum, verursacht hohen Schaden und hat Rückstoß ohne Schadensabfall. Da haben wir noch Hammergeschmiedeter Drall. Dann haben wir verbesserte Geschosse, dann einmal hier Kosmologie und zum Schluss hier angepasster Schaft. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, mit einem Katalysator zu arbeiten, den ich auch schon freigespielt habe. Wo es den gibt, weiß ich gerade nicht genau, aber dadurch wird dann auch natürlich die Waffe noch ein bisschen verbessert. Dann haben wir noch Ornamente, einmal hier Teilchenbeschleuniger-Ornament. Sieht die Waffe so aus und dann hier einmal Karina-Nebel, da sieht die Waffe so aus. Eigentlich ganz hübsch. Die Waffe habe ich früher sehr viel gespielt, das Impulsgewehr. Das war im PvP, wie im PvE. Sehr gut, sorry für meinen Husten, bin noch erkältet. War sehr gut, die Waffe. Also jetzt ist sie eher nicht mehr so toll, aber auf jeden Fall noch holen, wenn die euch fehlt in der Sammlung. Nicht vergessen, auf jeden Fall mitnehmen. So, himmlischer Nachtfragehelm, das Sternenlicht wird dich leiten. Kein Vakuum kann dich einschränken, aber der Helm für den Jäger hier. Da haben wir Falkenauge Hack. Modifiziert goldene Kanone so, dass sie einen Einzelschuss mit hohem Schaden abfeuert, durch den Schuss getroffene Opfer explodieren und geben super Energie. Also eigentlich ziemlich gut, ja, ihr müsst natürlich auch dann treffen, aber wie gesagt, dieser Schuss ist ziemlich hardcore. Also im Moment zum Beispiel mit Solarversengen in eine Dämmerung gehen oder zum Beispiel auch jetzt im Moment die Strike spielen, da habt ihr die Endgegner sehr schnell gelegt. So, Plastikstreifverstärkungsmodifikation, hier einmal Restaurativmodifikation, dann hier Fusionsgewehr zielen, dann hier einmal Handfeuerwaffen zielen, dann hier einmal zugepackt, hier einmal Scharfschützengewehrreserven, dann hier einmal Maschinengewehrreserven und unten natürlich wieder die Möglichkeit, Mod einzusetzen oder einen Shader und es gibt auch Ornamente. Ich habe einmal das Ornament hier, siegreicher Silberfall, kann ich leider nicht zeigen, weil ich jetzt mit dem Titan drin bin, aber das ist jetzt hier der himmlische Nachtfalke und kostet 23 legendäre Bruchstücke. Die Waffe kostet übrigens 29 legendäre der Bruchstücke. Hier einmal Dünenwanderer, Beinschutz für den Titan, ob harter Stein oder Sanddüne, die unerbittlichen Sandfresser kennen keine Mystikgang. Da haben wir hier einmal Linear-Aktuatoren, erhöht das Sprinttempo, Sprints bauen eine statische Ladung auf und nach einem Nahkampfangriff auf einen Feind verursacht diese Ladung eine Schadenskette bei Gegnern in der Nähe. Da haben wir erhöhte Mobilität noch, dann einmal verbesserte Gesundheitsregeneration. Hier einmal Fusionsgewehr geschickt, dann hier einmal Handfeuerwaffen geschickt, dann hier einmal Reichweite, hier nochmal Scoutgewehrplünderer und dann hier Spezialmunitionsfinder. Dann haben wir hier unten wieder Modmöglichkeit einsetzen, Shader und natürlich auch wieder Ornamente. Ich habe einmal das Ornament Hochschaffsstiefel und dann sieht das Ding nämlich so aus. Schick, oder? Ja, doch. Kann sich sehen lassen. So ein Grün finde ich nicht so gut, aber das mit dem Rot, das hat schon was. Das kostet auch 23 legendäre Bruchstücke, das gute Stück hier. So, da haben wir hier Blutalchemie.
Brustschutz für den Warlock. Im Blut liegt Macht, genau. Darf ich hier nicht einmal. Sorry, geschärfte Sinne durch das Stehen in einem Rift erhalten du und deine Verbündeten geschärfte Sinne. Dadurch bleibt das Radar beim Blick durch die Zielvorrichtung aktiv. Zusätzlich werden mächtige Feinde in der Nähe markiert und auch außerhalb der Sichtweite verfolgt. Dann erhöhte Mobilität, dann haben wir hier verbesserte Gesundheitsregeneration. Dann haben wir ruhiges Bogenzielen, hier einmal ruhiges Fusionsgewehrzielen, dann hier einmal ruhiges Genetikzielen, dann hier einmal Scout-Gewehrreserven und zum Schluss hier Spezialmunitionsfinder. Ja, hier wieder mit Mod einsetzbar und nur Shader. Kein Ornament verfügbar für Blutalchemie, aber sonst, wie gesagt, alles mitnehmen, was euch fehlt. Empfehlung liegt hier mehr auf Himmlischer Nachtfalke, die anderen, ja gut, Dünnwanderer geht eigentlich auch noch, aber ich sag mal, Himmlische Nachtfalke ist somit am besten, wenn ihr einen Jäger habt, da kann man schon mal gegen, also im PvE, ne, im PvP bringt das Ding gar nichts, aber im PvE könnt ihr schon ordentlich Schaden raushauen. Und natürlich nicht vergessen, hier 15 Schwerter mitnehmen und dann das Ding so konfigurieren, dass ihr gut durch die Dämmerung kommt und auch mit 100.000 Punkte abschießen könnt. Ja, das war so heute. Mit ganz viel Hustern. Sorry dafür, aber ich bin halt immer noch erkältet und das geht einfach nicht weg. Und ja, sorry nochmal. Und ja, ich hoffe, ihr kriegt das hier bei Xur, was ihr vielleicht braucht. Wenn ihr noch frisch dabei seid bei Destiny 2, da ist bestimmt was dabei, auch im Schicksalsengramm natürlich auch zu holen, ja, nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Destiny 2 und guten Loot und natürlich auch viele Exos. Und ja, dann sag ich mal, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss. Nicht die Neun haben uns gerettet, sondern du.